Willkommen zurück zu Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Wir sind hier auf dem Quidditch-Weltmeisterfeld. Nee, ist es das Weltmeisterfeld? Nee, einfach nur wahrscheinlich ein Quidditch-Spielfeld. Ach, keine Ahnung. Und auf jeden Fall wollte ich noch sagen, dass die Besen vom letzten Mal, wo ich nicht wusste, wofür die da sind, da habe ich sogar noch so einen goldenen Stein für bekommen. Die sind nämlich höher. Ja. Eine Alraune. Okay. Eine Alraune, die gerade geschrien hat. Da wollte ich noch sagen, die Besen waren dazu da, um auf diesen komischen Stein, die man da rausgeholt hat, die Flecken wegzuwischen. Dafür waren die da. Ja, ganz komisch. Aber dafür habe ich dann noch so einen goldenen Stein, wie gesagt, bekommen und wusste ja nicht, was es mit diesem Besen auf sich hat. Wollte ich nur noch mal erwähnt haben. So, und jetzt wollen wir mal da hinten irgendwie helfen. Weil der braucht Hilfe da oben anscheinend. Und vielleicht können wir ja hier irgendwas machen. Ah. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. Können wir hier was bauen? Hermine macht das. Die schlaue Hermine. Schüler in Gefahr. Jetzt traut er sich runterzuspringen. Yay. Mal so macht man Menschen glücklich. Und wir können hier auch ein Quidditch-Turnierfeld, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Aber ihr nervt mich hier auch langsam, ne? So, ich kann euch auch verjagen, glaube ich, oder? Kann ich den nicht einfach in die Luft fliegen lassen? Hm. Na, mal gucken. Erstmal die Flaggen. Es geht um das Turnier natürlich zwischen dem Haus Gryffindor. Gryffindor gegen Slytherin. Und wir haben ein Padma Patil freigeschaltet. Ach was. Okay. Das ist eine Inderin. Die hat auch eine Schwester. Eine Zwillingsschwester. Ja. Was haben wir denn hier eigentlich drin? Ich weiß es nicht. Ah, diese Alraune. Oh, was kommt denn jetzt hier runtergeflattert? Okay, dann stellen wir uns da mal rauf. Und bin jetzt auf dem Dach. Ah, so kommt man an die Sachen ran. Können wir dadurch die Slytherins verjagen? Das wäre toll. Nein, aber wir können was anderes Tolles, uns da die Punkte holen. Ah, meine Punkte. Ja, toll. Goldene Steine. Noch ein. Sehr schön. Na, das war doch mal erfolgreich. Und den da oben komme ich aber nicht ran. Irgendwie. Nee, da komme ich nicht ran. Ist nicht schlimm. Und wer noch? Katie Bell. Eine auch gute Quidditch-Spielerin. Diese dusselige Allraune. Da muss man doch was machen können. Das ist ja doof. Ist die Blume fertig? Naja. Ein bisschen kommt da noch raus. So, dann packen wir hier noch was weiß ich, den Raps oder was das ist rein. Und die Besen da können wir jetzt drauf fliegen. Den Mais. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Oh, ganz viele Punkte. Yeah. Hier wird aber ordentlich geblubbert jetzt. Ah, und noch was. Wen haben wir noch? Ravenclaw-Junge. Irgendein Ravenclaw-Junge. Okay, wir nehmen wieder Harry. Harry, habe ich gesagt. Harry, habe ich gesagt.
Scheiße. Geht doch. Ja, aber mit diesem Hoch und Runter, also wie gesagt, dass der von alleine runter immer geht, ist irgendwie doof. Komm, mach deine Schlaufe, Harry. Oh, und da sind auch noch ganz viele blaue. Und ein lilaner sogar. Und wir gehen mal hier hinten runter. Geh mal dahin. Oh, Harry. Ach so, wir müssen dahin springen wahrscheinlich. Was haben wir hier? Geh mal runter, runter, runter. Oh. Kannst du da nicht... Doch, kannst du. Nein, ich wollte doch noch gar nicht rein. Oh Mann. Jetzt ist Hermine da unten reingelaufen, wo ich mit Harry auf dem Dach war. Was soll denn der Scheiß? Oh, ärgerlich. Los geht's hier. Erstmal die Flaggen wieder hochmachen. Aber wenn das vorbei ist, ey, und ich komme nicht mehr zurück, ne? Dann beiße ich mir in Po. Ich finde sowas total ätzend, weil ich noch nicht genug Punkte geholt habe. Und ich wollte das jetzt endlich mal schaffen. Und kann jetzt wahrscheinlich wie blöd hier Punkte sammeln, werde aber trotzdem insgesamt nicht genug haben. Reicht wahrscheinlich eh nicht, egal was ich jetzt hier sammle, weil ich in dem Raum zuvor quasi nicht genug gesammelt habe. Wow. Okay. Oh. Ja, toll. Es ist hier aber schon wieder irgendwie so ein neuer Abschnittsbereich. Hier kann schon wieder jemand fliegen. Ah, geh doch mal hier vorbei. Können wir hier was machen? Nee. Alles zerdeppern, was zerdeppern geht. Immer nach oben, Hermine. Ah, auch schön. Okay. Ich würde sagen, jetzt ist Ron dran mit Fliegen. Nein. Stell dich mal dahin, dass du den Besen irgendwie... Genau. Ja, das hat auch toll geklappt. Kann man nochmal nach oben? Ja. Da ist noch irgendwas zu holen. Und da ist auch noch ein Spinnennetz, sehe ich gerade. Glaubt, die konnte man doch auch zerdeppern. Ja. Genau. So, und dann müssen wir das irgendwie da auch da hinten zusammenbasteln. Nee, lass das mal sein.
was man hier nicht alles machen kann. Hier auch nochmal runter. Kannst du das nochmal irgendwie flattern lassen? Ganz toll. Möchte aber da oben ran. Also lila, gelb. So, und spring mal drauf. Oh, das geht nicht. Ich finde es so doof, dass hier der Besen endet. Dass man hier nicht... Ja, das ist total toll. Wie kommt man denn da oben hin? Wahrscheinlich von der Seite. Gehen wir da mal hin. Ach, Krätze. Krätze. Wo ist denn Krätze? Hier. Die brauchen wir mal. Ja. Krätze, mach doch mal. Aha, jetzt kann die da auch lang. Hermine macht das schon. Bau das mal zurecht. Oh, noch ein blauer. Den wollen wir nicht verpassen. So, und wo soll der hin? Hier am Ende irgendwie. Nee, da. So. Oh. Das noch schnell einsammeln. Und dann ist Krätze wieder dran. Die darf jetzt weiterlaufen. Krätze, komm. Ach, Krätze kann die auch einsammeln. Das ist ja toll. Und da sind die, der Schnatz und die Klatscher, das sind die Bälle, die für das Quidditch-Spiel wichtig sind. Sind Fry. Ah, und jetzt kommt der ganze Kram auch runter. Okay. Ach so. So ist das also. Kann die da auch da hinten hin? Nö. War klar, dass die wegläuft, wenn da eine Ratte ist. Finde ich lustig. Krätze. Okay, ich lasse es mal. Dürfen wir das hier zusammenbasteln? Du gehst da rein. Nee, der bleibt mal da drinnen, bitte. Dann kommt der da. Na, nicht ganz. Na, toll. Klappt toll. Irgendwie will er sich nicht einrasten, der Grüne. Nee, es ist aber nicht richtig. Yeah, jetzt habe ich ihn. So, und jetzt du noch dahin. Jawohl. Hab's doch richtig gemacht. Weg mit euch, Kisten. Noch irgendwas zu bauen hier? Ja. Yay. Ich finde das immer so toll, wenn die hier so selber sich die Sachen so zusammenbauen. Drücke B, um das Bücherregal zu aktivieren. Na, dann mach mal. Und was mache ich jetzt? Tja, ich wähle hier immer irgendwas aus, weiß aber nicht warum. Ob ich da... Warte mal, vielleicht muss ich da einen anderen Knopf drücken. Also hier kann ich auswählen. Ah. Okay, aber ich verstehe es noch nicht, was ich machen soll.
Ist das so eine Art, sich das merken, also den Hut und danach kommt was anderes? Ach, der sagt mir immer die Reihenfolge, ne? Ah, jetzt kapier ich. Soll mir die Reihenfolge merken? Ach so. So. Ja. Ich dachte, es ist so eine Art Memory jetzt. Und hinter den Bildern sind noch andere Bilder oder so, dass ich so die Kästchen drehen muss. Das habe ich erst gedacht. Naja. So. Ah, da fällt mir aber ein, wir müssen ja nochmal zurück, weil wir haben ja das Ding noch gar nicht gut gehabt da hinten, ne? Da war doch noch dieses andere Teil. Hier. Genau, wie kommt man da oben jetzt hin? Wie macht man das? Kann ich mir die Klötze vielleicht so bauen, dass ich da rankomme? Oh oh. Ist runtergefallen. Da ist es wieder. Und weg ist es auch schon. Es ist total toll hier. Ich mach das super. Nee, aber kann man sich das vielleicht nicht irgendwie zurecht basteln, wenn die nicht immer runterfallen würden? Nee, aber egal wie hoch ich mir das mache, das geht doch nie bis dahin. Komm ich denn da ran? Da kommt man doch nur mit dem Besen ran. Hm. Geh mal weg da, Ron. Oh, aber so ganz knapp, wenn man das so ein bisschen versucht. So, jetzt lass mal Ron ran. Der will ja unbedingt. Hermine, geh mal aus dem Weg da. Ich mach das. Ja, wenn die mir da immer in den Weg springen, dann... Wie soll ich mal das... Nee. Nee, vielleicht muss das auch ein Quidditch-Spieler sonst später machen oder so. Und nicht man selber. Ich habe keine Ahnung. Jetzt habe ich mir meine Treppe wieder voll kaputt gemacht, ne? Dusselig, echt. Dusselig. Ja, das hast du toll gemacht. Jetzt haben wir uns das wieder Schrott gemacht. Kannst du deinen Zauber mal wechseln? So, pack ihn da hin, den Klotz. Hauptsache, wir kommen da hin. Geht doch. Nun auf die oder die Art. Ist ja auch egal. So, wir gehen wieder hier hin. So, hier kämpfen zwei Schaufeln. Oder sowas. Och, ich habe sogar ein Wappen mal fertig gekriegt. So, und wie geht das jetzt hier? Wie man das richtig baut, weiß ich noch nicht. Oh. Hauptsache, wir kommen da erstmal wieder hin. Was ist denn mit ihm hier? Ich werde hier irgendwie immer wieder runtergeschubst. Ich habe hier diesmal irgendwie aber auch keine Vorlage. So. Vielleicht Krätze? Kommt die da irgendwie? Krätze! Komm schon. Nee. Hermine, nun tu doch mal was. Ach, Hermine kann das hier aufmachen. So, was kann man da machen? Die will da irgendwie... Kommt Hermine da auch nicht weiter? Nee, wir werden irgendwie immer wieder weggeschubst von dem einen hier. Warum auch immer. Ah, sie versucht da irgendwas mit dem Hebel zu machen, aber... Oh. Ach so. Ja. Ah. Okay. Jawohl, okay. Gut. Klötze sind ja erstmal nicht so wichtig hier. Punkte.
Punkte für Gryffindor. Nur wenn die keiner immer einsammelt, dann... Ja, das ist so, wenn man zu zweit spielt, dann einfacher. Hier, die fallen ja eh alle runter. Mann! Joyce, jetzt reicht's aber auch hier langsam. Stell dem... Ey! Kann der da nicht mal einfach drauf stehen bleiben? Ja. Recht? Herz... Das gibt's doch nicht. Anscheinend muss man sich die Mühe wirklich machen, dass die Dinger halten. Sonst passiert ja immer wieder sowas hier. Geh mal weg da. Guck mal, der hält wenigstens da drauf. Der kann nicht runterfallen. So. Ich hoffe, das war's hier jetzt. Dann gehen wir mal. Und jetzt kommt wieder so ein lustiges Bücherrätsel. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Nichtbu. Uiuiui. Wieder voll die coole gebaute Treppe. Ja, lass mich mal meine Punkte auch einsammeln, du. Die gehören alle mir. So, die Dinger gehören irgendwie darauf. So. Man auch an den blauen kommt. Ron, folge mir. Können die was machen? Nö. Man muss ja hier alles in Erwägung ziehen, dass alles irgendwie so seine Funktion hat. Wie in sonst keinem Spiel wahrscheinlich. Kann hier alles irgendwie irgendwas. So, bald haben wir genug Punkte gesammelt. Das finde ich prima. Mach alles platt. Die brennen. Feuerwerk! Oh, was haben wir denn jetzt? Uns haben wir uns einen Weg freigeschmettert. Noch ein Spinnennetz. Und die kommt auch immer wieder, die Spinne. Unglaublich. Da hinten sind irgendwelche Zauberer. So, ich glaube, hier kann ich nichts mehr machen. Dann gehen wir mal, Ron. Aber wir haben nicht genug Punkte, Schweinebacken. Oh, ich schaff's schon wieder nicht. Und das blöde Hauswappen habe ich auch nicht geschafft. Oh. 99%! Oh. Das hätte ich doch fast geschafft. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ja. Damit haben wir das auch schon wieder geschafft, Leute. Wenn auch nicht ganz erfolgreich. Ärgerlich. Wir sehen uns im nächsten Part, liebe Leute, von Lego Harry Potter. Und eines Tages schaffe ich das mit den Punkten. Aber wir sind hier wieder zurück, sehe ich gerade. Ich kann also wieder fleißig die Punkte noch einsammeln, die ich das letzte Mal nicht geholt habe. Das finde ich sehr gut. Wir sehen uns. Bis dann.